Die Gletschergefahr bleibt bestehen am Mittwochmorgen und am Mittwochvormittag. Sieht es teilweise kritisch aus in Deutschland. Vor allem hier in diesem Streifen, so am Nordrand der Mittelgebirge, wo es rot ist, da ist Eisregen wahrscheinlich. Eisregen heißt, der Schnee aus den Wolken fällt in eine wärmere Luftschicht, taut und kommt dann wieder bodennah in die kalte Luftschicht. Und deswegen ist der Boden noch gefroren und dann gibt es eben sofort Glatteis, wenn dieser Regen eben auf die gefrorenen Böden fällt. Und das betrifft natürlich Autofahrer, aber auch Radfahrer und Fußgänger. Und man kann sich als Fußgänger zumindest einigermaßen davor schützen, wenn man alte Socken einfach über die Schuhe zieht. Da hat man einen wesentlich besseren Halt, gerade wenn es so rutschig ist. Ja, und hier sehen wir schön auf der Vormittagskarte, warum das in diesem Streifen der Fall ist. Vorher in der Nacht hat sich dieser Regen über Norddeutschland südwärts geschoben. Da ist allerdings keine Gefahr, da ist es zu mild. Und dann, wenn dieser Regen in diese kalte Luft über der Mitte Deutschlands hineinläuft sozusagen, dann besteht eben diese Glättegefahr. Weiter südlich ist alles beim Alten, entweder Nebel oder strahlender Sonnenschein. Am Nachmittag wird dieser Streifen hier im Westen sehr, sehr schmal, wo es gefährlich ist, weil die Temperaturen ansteigen. Aber hier über Sachsen, da haben wir immer noch eben die Gefahr von Glätte und Eisregen. Und insgesamt schwächen sich die Niederschläge allerdings ab, kommen auch kaum noch nach Süden voran. Weiterhin oft Sonnenschein oder örtlich zäher Nebel, wie zum Beispiel an der Donau. Und im äußersten Norden, da lockert es auch schon wieder auf. Die Temperaturen eben genau in diesem Streifen, wo es kritisch bleibt, nur so 0, 1, maximal 2 Grad plus. Weiter im Norden ist es mild, teilweise 5 bis 8 Grad an den Küsten. Im Süden gibt es große Unterschiede, im Dauernebel nur 0 oder minus 1 Grad, mit Sonne direkt am Alpenrand teilweise bis zu 12 Grad. Also da setzt sich die mildere Luft aus den höheren Schichten wirklich bis zum Boden durch. Die nächsten Tage, Donnerstag, Freitag, ändert sich nicht viel. In ganz Deutschland eine Mixtur aus teilweise sonnigen und teilweise dicken, nebligen Momenten. Im Nebel weiter kalt, mit Sonne zweistellig.